Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Justin! Willkommen back zu eurer Kommentare vorlesen. Weltuntergang 2012. Ich war dabei. Was? Du warst auch dabei? Ja, ich weiß, es war eine schreckliche Zeit, aber zum Glück haben wir überlebt. Ich meine, es war ja nur ein Weltuntergang. Danny, du bist einer meiner Lieblings-YouTuber geworden. Deine Videos sind so geil und nicht nur 3 Minuten wie bei anderen. Ja, ich muss sagen, also erstmal vielen Dank, dass ich einer deiner Lieblings-YouTuber bin. Das ist episch. Und zum anderen, ja, ich versuche meine Videos mal länger zu machen. Ich könnte sie auch nur 6, 5 Minuten machen. Oder es wäre weniger Arbeit und das Video wäre trotzdem unterhaltsam. Aber ich versuche irgendwie so eine Mischung aus Qualität und Länge zu finden, was nicht immer einfach ist. So, manchmal sind die Videos zu lang. Ich finde, länger als 20 Minuten sollten Videos im Durchschnitt nicht gehen. So 17, 18 Minuten finde ich perfekt. Oder auch 13 Minuten ist vollkommen okay. Aber länger als 10 Minuten auf jeden Fall. Aber weniger als 20 Minuten, was ungefähr den Durchschnitt bei 15 Minuten macht. Ich denke, das ist die perfekte Länge. Sagt ihr auch mal, wenn sie... was? Du sagst immer episch. Also, ich will mich mal entschuldigen, dass ich immer episch sage. Aber manchmal gibt es in meinen epischen Videos immer so epische Situationen, wo ich einfach das Verlangen danach habe, ein episches Episch von meinem epischen Mund abzugeben. Und deswegen sage ich einfach so oft episch. Aber ich werde mir in Zukunft angewöhnen, nicht mehr dieses epische Episch zu sagen. Denn ich kann ja nicht immer episch in meinen Videos sagen. Das macht ja keinen Sinn. Oh Gott, das ist ein langer Kommentar. Danny, du bist mittlerweile ein Teil meines Lebens geworden. Jeden Tag um 17 Uhr... gehe Minecraft zocken, ich spiele bis 21 Uhr und dann schaue ich mir wirklich jeden Tag deine Videos an. Ich habe jedes einzelne Video von dir geschaut. Die Frage ist nur, ob ich noch weiß, was in den Videos geschah. Wenn du auf einmal aufhören würdest, Videos zu machen, wäre das für mich und auch bestimmt für viele andere epische Zuschauer der Weltuntergang. Denn die hatten wir doch schon längst. Also bitte bleib badass und lade weiter energiegeladene Videos hoch. Ich verdanke dir so viel. Du hast mir schon durch schwierige Zeiten geholfen. Ich bin epischer Zuschauer seit Danny Burnage. Wem es auch so geht oder teilweise, pusht den Kommentar bitte nach oben mit einem Like, so dass Danny ihn auch sieht. Also erstmal vielen Dank für den Kommentar. Es freut mich extrem, wenn ich helfe anderen Leuten mit meinen Videos. Was ich nicht so ganz verstehe, weil ich mache halt quasi das, was mir Spaß macht und ich zocke und laber dabei und versuche mir auch ein bisschen Mühe für die Videos zu geben. Also normalerweise, wenn ihr mich auf der Straße seht, rede ich natürlich nicht immer so extrem laut oder sowas. Aber ich versuche halt mehr Energie in meine Videos reinzutun. Und ich glaube, das ist das, was dann Leute aufmuntert, schätze ich mal. Und ich kann mich wirklich nur bei euch bedanken, vor allem Leute, denen ich helfen kann. Was ich einfach damit sagen will, ich kann quasi Leuten indirekt helfen, ohne dass ich... einfach indem ich Spaß habe an dem, was ich tue. Und das ist wirklich episch. Und ja, stimmt, ich wollte nicht so oft das Wort episch sagen. Aber das ist wirklich episch. Ich will nicht den dritten Weltkrieg. Ich auch nicht. Ich will Film gucken. Ja, Film gucken. Das will ich auch immer. Jeden Tag. Jeden Tag will ich Film gucken. Wieso hast du die Klammer dorthin gemacht? Danke, Danny, dass du Videos machst. Bitte? Du solltest mehr Videos mit deinem Bruder machen. Nun, mein Bruder ist ziemlich oft hier. Er ist fast jeden Tag hier. Also wirklich fast jeden Tag. Aber er ist nicht immer in der Laune, irgendwie irgendwas zu machen, weil ich meine, es ist doch so ein junger Mensch irgendwie und manchmal nervt er, manchmal ist er so gelaunt, dann ist er wieder so gelaunt, dann hat er zu wenig Schlaf, dann sind seine Windeln voll. Es gibt wirklich viele Faktoren, wieso ich nicht mal mit ihm Video machen kann und auch will, weil es soll trotzdem irgendwas Besonderes sein und nicht irgendwie ein kompletter Teil meines Kanals werden. Das will ich, um ehrlich zu sein, bei niemandem. Also ich will immer, dass der Hauptteil meiner Videos der ist, dass ich hier sitze, Videospiele zocke oder Kommentare kommentiere oder sowas. Und es ist nicht so, dass ich nicht mag, andere Leute zu haben, aber ich will nicht nur andere Leute in meinen Videos haben, weil ich es liebe. Ich bin dafür quasi bekannt, sage ich mal, dass ich alleine auch Videos machen kann und extrem viel Spaß dabei habe, ohne mit anderen Leuten so viele Videos zu machen. Und natürlich kommen Videos mit anderen, was logisch ist, mit Smiley, meinem Bruder, anderen YouTubern oder so. Das ist episch, mit denen Videos zu machen und ich liebe es auch, aber... im Inneren bin ich so ein Typ, ich liebe es alleine Videos zu machen und ich liebe es einfach hier zu sitzen. Keiner ist zu Hause. Ich meine, solange ich alleine lebe, ist keiner zu Hause. Und das ist episch, das ist einfach episch, alleine Videos zu machen. Das liebe ich persönlich. Das mag nicht jeder, aber ich liebe es, wirklich. Ich mag Käsekuchen. Bro, ich liebe Käsekuchen, okay? Ich liebe Käsekuchen, aber ich liebe auch Erdbeerkuchen. Sogar noch mal ein bisschen mehr. Ich liebe Kuchen allgemein. Wieso? Wieso hat Kuchen Kalorien? Du bist scheiße, du Affe. Halt, stopp! Du kannst dir nur eins aussuchen. Entweder ich bin scheiße oder ich bin Affe. Entscheide dich. Wer landet auch nach diesem Video auf Pornhub? Herzlichen Glückwunsch. Du bist der epische Zuschauer mit dem wenigsten Geschmack. Pornhub ist für Oldschool, Leute. Man geht nicht mehr auf Pornhub. Mittlerweile gibt es wesentlich bessere Seiten, wie zum Beispiel... Endlich gibt es Sound-Kommentare. Ich kann auf den Kommentar nicht klicken. Mom, was mache ich falsch? Hier brennt ein Feuer, Danny 2015. Okay, ich geb's zu, ich sage in meinen Videos wirklich komische Sachen. Und ich gebe es wirklich zu. Aber ich muss zocken und sehen gleichzeitig. Das sind zwei Sachen. Zwei Sachen, die ich gleichzeitig machen muss. Wisst ihr, wie schwer das ist? Ich bin keine Frau.
Ich kann nicht alles gleichzeitig. Manchmal sage ich Sachen quasi, die ich gar nicht sagen will. Wo ich mir nach dem Video denke, okay, das hat keinen Sinn gemacht. Aber es liegt wirklich nur daran, weil ich wirklich noch zocken muss nebenbei. Und ich bin eigentlich schlecht darin, beide Sachen zu machen. Deswegen, ja, ich bin nicht so multitaskfähig wie du. Es tut mir leid, dass nicht jeder so cool ist wie du. Danny, komm mal bitte kurz Instagram. Okay, Moment. Bin gleich da. Ja, Instagram. Bin da und jetzt. Ich zieh nach Japan um, weil die Mädchen kurze Röcke als Schuluniform tragen. Doppelpunkt D. Ich glaube, in Japan hätte ich ziemlich schlechte Noten, weil ich mich die ganze Zeit so abgelenkt fühlen würde. Also, ich meine jetzt natürlich von der Sprache. Ich meine, wer kann Japanisch von euch? Moment mal. Yo, Danny, ich komme aus Österreich. Und möchtet, dass du mehr Agarius spürst. Wer das verstanden hat, dann antworte mir. XD. Ich hab's verstanden, du willst, dass ich mehr Agarius spüre. Ich glaube, Agario kann man nicht spüren, weil es ein Spiel ist. Deine Freundin ist eigentlich ganz geil. Ja, deine Mutter auch. Warum komme ich nie dran? Jetzt bist du dran. Bist du zufrieden? Bitte gib mir mein Sushi. Danny, ich lese fast bei jedem YouTube-Video die Kommentare mindestens 5 Minuten. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du so richtig wenig bis gar keine Hater hast. PS, du bist badass. Ja, ich muss sagen, wir haben eigentlich recht wenige Hater. Aber ich bin froh, dass wir Hater haben. Denn ohne Hater wäre YouTube definitiv nicht das, was es ist, finde ich persönlich. Und ich merke, Hater, es gibt sehr viele Hater eigentlich. Vor allem, wenn du auf mein meistgesehenes Video gehst auf diesem Kanal, ist zum Beispiel ein Agario-Video. Und dort sieht man eigentlich eine Menge Hater. Leute, die einfach von irgendwo kommen, quasi weil das Video empfohlen wurde. Und quasi mich reinsehen und nicht wissen, was ich eigentlich tue oder was ich mit den Videos verbinde oder sowas. Die denken einfach nur, das ist ein Vollidiot, womit sie vollkommen recht haben. Ich sag mal so, ich mach YouTube nicht, damit mich jeder mag. Und irgendwie in den Kommentaren ist es dann aber, das sieht man nicht so ganz, dass es dort auch Hater gibt. Weil nicht immer Hater ihre Kommentare abgeben. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ja, es gibt schon einige Hater. Aber ich sag mal so, es stört mich gar nicht, weil es einfach so viele epische Zuschauer gibt, das ist einfach episch und das... Ich sehe die Hater nicht mal. Wo sind sie? Siehst du, du siehst sie auch nicht. Ich meine, es gibt welche, aber es gibt so viele positive Kommentare, dass einfach es viel weniger zu sehen gibt von Hatern. Das will ich damit sagen. Cool, ne? Okay, das war's mit euren Kommentaren vorlesen. Und ja, ich will noch kurz was dazu sagen. Und zwar, so, ich persönlich, also jeder YouTuber, den es gibt, mag Aufrufe. Jeder YouTuber, den es gibt, mag Likes. Aber ich bin ein YouTuber, der mag insbesondere Kommentare. Einfach weil sie, ich sag mal so, Likes ist nur eine Zahl. Ich freue mich zwar darüber sehr, aber es ist nur eine Zahl. Aufrufe sind ebenso nur eine Zahl. Abonnenten sind auch nur eine Zahl. Obwohl ich extrem glücklich bin, wie der Kanal wächst und ich extrem happy bin. Ich liebe es zu sehen, wie der Kanal wächst, aber das wirklich, was mich am meisten glücklich macht, sind Kommentare, weil sie die Persönlichkeit der Zuschauer widerspiegeln. Und das meine ich wirklich, wirklich ernst. Ich liebe Kommentare, zu sehen, wie Leute ihre Meinung dazu abgeben. Selbst wenn sie mich auf irgendwas Peinliches aufmerksam machen, wie zum Beispiel Feuer brennt oder keine Ahnung, was es war für einen Satz. Oder irgendwie sowas. Aber Kommentare sind wirklich etwas, was quasi die Persönlichkeit der Zuschauer widerspiegelt. Und das finde ich wirklich episch. Und jetzt das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie Badass! Ihr seid so ein leckes Video. Schau auf mein Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniere jetzt mal solche Weißschnitte nicht, weil ich im nächsten Video wieder sein. Dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1, Schau! Was für Leute, mein Name ist Danny. Ohne Scheiß, ich liebe Kakao. Ich wollte das nur sagen. Ich liebe Kakao extrem so. Ich trinke jeden Tag so viel Kakao. Ich weiß nicht meine Badass-Tasse, aber die ist gerade in der. Ich wasche sie gesagt, okay? Verzeiht mir!